Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Legion Commander. Wird erstmal das letzte Gameplay für eine Weile sein, weil ich jetzt die nächsten zwei Wochen Riyadh Masters durchstreame. Hier seht ihr schon den Zeitplan eingeblendet. Es gab ja schon Schmankerli mit den Play-Ins, aber jetzt startet wirklich die Gruppenphase mit den ganz großen Namen, mit den ganz großen Teams. Und danach natürlich noch nächste Woche geht es weiter mit den Playoffs. Also dementsprechend viele Livestreams, fast täglich. Guckt es euch hier an mit den Zeiten und dann, ja, wäre es geil, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr ein bisschen mit mir gemeinsam Riyadh Masters guckt. Größtes Dota-Turnier des Jahres vom Preispool. Wahrscheinlich. Außer das TI übertrumpft es nochmal, aber es ist wenigstens oder mindestens das zweitrelevanteste und dramatischste Turnier des Jahres. Und zu der Party möchte ich euch herzlich einladen. Nochmal kurz vielen Dank an der Stelle an alle Patrons, die schon so lange mit dabei sind. Also nach wie vor eine super Unterstützung. Es sind jetzt nach Ewigkeiten, ich habe sowas gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das passieren kann, mal wieder zwei neue dazugekommen. Lagershame und Tux. Und ja, euch beiden und natürlich den anderen, die schon so ewig hier supporten. Danke dafür. Es gab so einen kleinen Streit um die Mitte. Keine Ahnung, ob jetzt der Lion oder der Rubik Mitte gehen. Beide können supporten, beide können Mitte gehen. Ich wollte eigentlich Bounty 4 spielen. Wurde mir aber nicht vergönnt. Könnt ihr euch das vorstellen? Gipfel der Unfairness. Ich will nicht vor, ich habe keine Stunts. Also Lion, Rubik, First ist schon gut. Aber wenn wir da richtig in die Reihen rennen, kriegen wir aufs Maul, glaube ich. Aber wenn wir einen Einzelnen erwischen, wie den da, und es nicht der Prophet ist, der ihn erwischt, kriegen wir einen Kill. Das meinte ich, es müssen halt Rubik oder Lion sein, die den Gegner entdecken für Setup. Wir haben Killpotenzial über Shadow Raises gehabt. Ach ja, das ist ja jetzt immer schon am Anfang am Start, als Innate. Gehen wir Q. Ich krieg's immerhin mit der Q die Lane so zu pushen, dass es mich konstant stört und auch, dass Range Creeps denybar werden und ich sie knapp nicht bekomme und so. Aber es ist trotzdem gut. Oh, die sollte ich eigentlich durch. Ah, hätte ich die richtig durchgelassen, hätten die. Wären die in den Tower gerannt. So, der ist verbuggt leider. Was natürlich sehr nervig ist. Ich hasse das, wenn man bei Monkey die Animation des Angriffes nicht sieht. Ah, nice. Ich kann nichts dagegen tun. Ich muss halt nach unten ausweichen, während er da gekämpft hat. Immerhin sehe ich jetzt seine Auto-Attacks. Oh, die Rüstung war ja sofort weg. Krass. Okay. Ich dachte, das schützt mich einen Tick länger. Obwohl der Stacks hat. Ist deutlich niedriger. Das Matchup ist sehr, sehr undankbar für eine Legion. Aber wir spielen es langsam, farmen so gut wir können. Und wir haben ja auch Prophet zur Verfügung. Nice. Escape Moment. Überleg gerade, ob ich Stick kaufe. Weil so oft zaubern die jetzt auch nicht. Oder Boots, weil Boots sind sehr, sehr gut gegen ihn. Und dann könnte ich meine Branches für die Tangos benutzen. Ja, thank you. Gar nicht dran gedacht, dass das heilt. Gut, dass er es mir noch gesagt hat. Nice. Nicht so nice. Ja, das mit der Rüstung ist nicht gut. Ha! Ich musste so laufen, dass er nicht mich und die Creeps nehmen kann. Ich hätte aber eher gedacht, er nimmt dann mich. Ja, es ist so dumm. Das Matchup ist fühlt sich unmöglich an. Halt aber sehr, sehr wenig. Hält ja auch nicht so lang. Würde ich mal irgendwie einen Creep wieder bekommen, hätte ich schon lange Boots, aber es soll nicht sein. Es geht irgendwie nicht. Jetzt endlich. Habe ich Chancen. Oh. Schwieriges Spiel. Ich hätte noch Tangos holen sollen. Machen wir schon mal nachkaufen. Obwohl, ich warte mal noch. Mal gucken, wie es aussieht, wenn der Kurier zurück ist.
Wir haben zeitgleich gepickt, der Monkey und ich. Zum Glück ist der Dazzle nicht ganz so wach. Ich glaube, der könnte noch mehr Druck machen. Dann würde ich nicht mal die paar Creeps hier kriegen. Es war gar nicht so schlimm, dass er da stirbt, glaube ich. Das hat das ganze Camp für uns eingebracht. Naja, ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Ich glaube, Heilung kann ich nicht skillen. Ich habe nicht das Mana dafür. Hm. Wir kaufen Blades, wir kaufen Mango. Und ja, jetzt pushen die leider rein, die Creeps. Das war eben, weil der Pull von ihnen durchging, weil sie komplette Kontrolle haben. Prophet kann mobil spielen, aber ich muss jetzt in ganz krasser Oldschool-Manier so tun, als wäre offline noch einfach durchhalten und XP leechen. Mehr geht nicht. Richtig kriege ich einen Range-Creep mit der Q. Na, und ihr seht schon, selbst da. Wenn er sich heilt, muss er damit die Wave pushen. Oh, das Fortify. Ich weiß nicht, es war eigentlich geil gespielt von ihm, vom Prophet. Aber ich hätte auch gern die Wave zurückgepusht gehabt. Und wir hier wahrscheinlich dies nicht mehr stabilisiert bekommen, weil das hier ist geblockt. Das kann ich nicht pullen. Oder es ist gespawnt. Spielt ganz gut der Prophet. Was dadurch macht die Lane halt Spaß, sonst würden wir noch härter untergehen. Hätte ich den Dazzle da bekommen, der hat scheinbar kein Grave gehabt. Bin ganz froh, dass er nicht auf Corrosion gegangen ist. Sonst würde es hier noch schlimmer werden. Guck mal, ich spüre ein bisschen Wut bei ihm. Nein, er spielt es einfach korrekt, ehrlich gesagt. Der Denyber, yep. Jeder HP-Punkt zählt. Jeder kleine Creep, den ich irgendwie zusammenklamüstert bekomme, ebenfalls. Mein Ziel ist hier nur irgendwie Faceboots bekommen und irgendwie Level 6 werden. Mehr geht nicht. Ich krieg die ja kaum gepult hier. Selbst wenn ich. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Selbst das ist hart. Es ging jetzt W, weil wir haben Faceboots, wir werden wahrscheinlich bald sterben oder Base gehen müssen einmal. Und als Value-Punkt für später ist das wichtig. Junge. Er hat halt auch so viel Range als Monkey King, dass ich nicht um den Tower rennen kann. Das ist ziemlich bitter. Also mit anderen, gegen andere Helden geht das, gegen andere Melees, aber Monkey ist der eine, wo es nicht geht. Ich war hier aber sowieso tot, tatsächlich, weil er Orb of Venom diesmal hat und weil keiner TP't ist. Vielleicht hätte ich pingen sollen, aber als ich mir der Gedanke kam, war es schon recht spät. Da bräuchten wir plus 1. Just one TP, guys. Anti-Dice probably. So sieht's aus, wenn man richtig hart gekontert wird. It's just good versus us. Oh, das dann. Hilfe. Wo muss er da rankommen? Nein, gut, das ist ein Projekt. Selbst der war schwer. Das ist dann von dem Line, hat mir Sorgen gemacht. Immerhin ein kleiner Kill. Monkey wieder gut gespielt. Ist im richtigen Moment weggegangen. Hoffentlich kriegen wir die XP, Rona. Ich werde die versuchen zu nehmen. Eigentlich ist Blade Mail zuerst gut, aber in dem Spiel, gerade gegen Sniper und sowas, schnelles Dagger. Tja, haben wir die gegnerische bekommen? Nee. Fuck, ey. Ist das ein übles Spiel bisher. Aber wir kriegen manchmal Kills, was cool ist.
So, einen Sniper heilen. Ich hoffe einfach darauf, dass ich hier kurz farmen kann. Sniper-Kill war gut. Na, das war Quest. Weltmeer lässt uns eben früher viel Gefahr ausstrahlen. So, ich glaube, jetzt muss ich gehen. Ich brauchte halt irgendwie Level 6. Ich glaube, ich habe keine Wahl, als jetzt zu gehen. So doof das ist. Sniper Stats. Hätte ich wenigstens ein bisschen Farm, ne? Ich bin gerade so Level 6 und nichts anderes. Kein TP. Alle Lanes verloren, wenn ich das richtig sehe. Bubble ist gut hier. Also, naja. Ja, der SF kriegt auch Kills. Oh, it's looking terrible. I have duel from someone, but... Maybe we can kill monkey guys. I'm coming with duel. Kommt einfach niemand. I mean, no TPs. Your top tower is under attack. Ich hole mal nicht den Creep. Warte mal kurz. Ah, ich gehe Mitte. Er ist tot, das ist ein Trade. Wenn ich jetzt richtig lucky bin, kriege ich den Sniper. Sieht aber nicht gut aus. Leider hat der Grave. Ich hab schon gedacht, dass ich hier keinen Sieg krieg. Aber machst du nichts. Naja, ich hab mich verdrückt. Ich wollte nur einem Illu wegmicron, um sie ein bisschen zu baiten. Ich war da eh tot. Wenn wir den spouten und raufjumpen, werden wir wahrscheinlich punished, wenn sie es richtig machen. Das Doofe war einfach, dass das Grave gut getimed war. Ich hatte gehofft, dass er es ein bisschen früher macht, weil er panickt. Aber hat er nicht. Das könnte okay sein, mal sehen. Nice. Okay, kleiner Rückschlag. In einer unfassbar schweren Partie. Null Farm, null Erfolge. Da ist das Balsam auf die zerrüttete Seele. Klar, der Monkey hat ein Freegame. Klar, er farmt und holt unseren Tower, aber besser so, als sinnlos gegen ihn rumstehen. I try to get Dagger. Hoffentlich divet er mich nicht. Aber es sind hier zwei. Oh, fuck. Ja, ich hab schon gedacht, dass zu viel Schaden ist. Mal Q, glaube ich, auf 4. Ich wusste, dass die Lane hier sehr risky wird. Gute Reaktion eigentlich vom Team. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt das Dagger kriege. Ey, ich hoffe, das war noch nicht kaufbar, aber ich glaube nicht, oder? Bitte nicht, ey. Ja. Kleines Risiko gewesen, den einen Creep zu machen. Ich dachte nicht, dass Witchdog kommt. Ich wusste, den Monkey alleine überlebe ich da. Vor allem am Tier 2. Aber der Witchdog hat halt enormes Killpotenzial früh im Spiel. Wir haben gleich Dagger. Ich werde das jetzt natürlich farmen, bevor wir da losgehen. Ich
Dagger is coming. Ich glaube, wir brauchen SF dafür. We cannot do this without Shadowfiend. Noch nicht mal viel, der Slaughter. Ich denke, da kommt gleich das Dagger. Aber war eigentlich gutes Timing für uns. Schwierige Position eventuell, weil die Vision haben. Aber wäre mehr gegangen. Da haben wir einfach den SF gebraucht. Duell Raises, schon gutes Killpotenzial. Nächste XP geht an den Gegner. Shadowfiend, if you come, we can kill. Oh, ich geh's jetzt ein. Ah, ist zu spät tippiert. Und da, ja. Nice. Nice, nice. Genau das haben wir gebraucht. Bleib noch kurz da. Fast. Ah, ich wollte seinen Stun hört und ich wusste, er killt da den Prophet. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht retten. Zu viel Schaden. Okay, gehen wir Bass. Ah, Mann, ey, es war so gut und dann das. Jetzt sterben wir alle. Ist auch eine unglaublich kranke Combo, wenn sie vorne sind. Also Slaughter Ulti und dann das. Schade, haben abgelassen. Der Dazzle ist auch übel für mich. Steht hinter dem Sniper gerade. Ah, der hat Monkey entdeckt. Alter, die Legion aus der Hölle, Leute. Denk mal noch ein bisschen. Wow. Huh. Oh, den SF gebufft, reingesprungen, den richtigen duelliert, Kugel drückt. Auch gut von ihnen, den Monkey dann zu killen. Duellsiege, klar, kriege ich nicht, ne? Aber das Spiel ist in einer ganz anderen Situation, als ob wir uns darum scheren müssten. Da habe ich lieber irgendwie einen toten Dazzle als einen Duellsieg. Sehr geil. Unmöglich, irgendwelche Runen zu kriegen, aber. Ich hier was. Kein Dagger. No Dagger als Cooldown. Legion macht nach wie vor sehr viel Bock, wenn das wie eine Niederlage aussieht. Oh, was für ein Kill! Ja, der SF ist einfach nicht da. Manchmal ist er auch da. Er hat recht mit dem Flame, aber bringen tut's uns nicht viel, dass der Flame. Warum ich Base gegangen, war auch dumm. Have duel in 15. Shadowfiend, if you want, when we respawn, we fight. Your middle tower is under attack. Ich hätte auch gerne die Blade Mail, aber noch die, ob ich einfach reinspringen, den SF nutzen. Kannst kaum auf Lanes gehen gegen die Gegner. Gossamer? Hm, ist nicht schlecht hier. Orbs, okay. Ich nehme mal die Gossamer auch für den Movement Speed. Ich glaube, der Evade kann hier gut sein. Ist mit Blade Mail und Duell streng genommen manchmal nachteilhaft. Aber gegen Monkey und Slaughter und Sniper. Ja, da kann ich nicht hin. SF farmt in einen Spot, wo man noch farmen kann. Und dadurch haben wir keine Möglichkeit, Druck auszuüben. Slaughter is not with them. Aber es ist egal. Oh, die Legs, fuck, was für ein Timing. Diesmal sind sie stark. Ich hau mal einfach ab.
Boah. Oh, bitte geht schnell vorbei. Das machen wir nicht. Schade, dass er mich da entdeckt hat. Was ist der Vision-Name? Stehen zu fünft da die Gegner. Seffert Pike Yasha. Keine BKB, aber Dagger. Keine BKB. Ich kann ihn nicht duellieren, der wird gegraved. Your middle tower is under attack. Oh, die haben den Prophet. Ey, die Lex, Mann, das ist gerade. Das triggert mich gerade extrem, dass sie nicht aufhören. Ich freue mich, dass jetzt erstmal Riyadh Masters sind und nicht eine Weile nicht spiele. Hoffentlich ist es danach weg. Weil die sind immer noch da. Ich habe immer noch Framerobs gerade. Ich glaube, jetzt sind sie weg. Müsste irgendwie den Dazzle erwischen. Vielleicht sollte ich eine Smoke kaufen. Glaube ich. Nice. Nein, der Quatsch. War gut vom Slada. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch ein paar verlieren. War erst ganz gut, der Kampf. I can TP an F-Duel in 5 seconds. Eine Supports jumpen, das Grave auf den forcieren. Das ist so squishy, dass er danach stirbt und ich noch Blademail hatte dann auch. Aber klar, auf den Dazzle wäre noch besser. Das ist wirklich so nervig. Ah, dieser SF, ey. Oh, der hat ihn noch. Frag mich, ob ich mit dem Kuh noch rangekommen wäre und bis diesen Stopper gemacht. So. Keine Duellsiege, aber ist egal. Alles egal. Nein, noch in den Smoke. Was ist mein Item? Was macht Shard? Naja. Agga ist es, glaube ich, in dem Spiel. Als BKB-Ersatz mal probieren, wisst ihr. Sonst wäre ich jetzt BKB gegangen, aber ich will es mal testen. So, der Smoke könnte sich richtig auszahlen. Nice, sogar Duellsieg bekommen. Hätte ich wahrscheinlich Bad mehr machen sollen. Ehrlich gesagt, aber dachte, wir kommen auch ohne locker dadurch. Und dann war es etwas knapper, als ich dachte. Naja, hat funktioniert. Hat er nicht gekillt. Top ist auch Kampf, aber ich glaube. Ah doch, da geht was. Ich gehe mal Top, anstatt den Monkey zu jagen. Vielleicht kann ich was abfangen. Nice. Naja, oder auch nicht. Und ich habe ihn zumindest aufgehalten. Okay, egal. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn zumindest aufgehalten, den Monkey. Der Gedanke hat sich erledigt. Da hat der Witch Dog sie noch gemacht, da oben. Hätte TP'n sollen vielleicht. War weit der Weg, aber. Ist schwierig, kontrollieren die ganze Map mit dem Monkey und ihrer starken Landing Stage. 3-3-13. Vier Verluste jetzt in letzter Zeit im Team gehabt.
Vielleicht hätte man sogar den Point Booster schon kaufen sollen, einfach weil ich sonst nicht mehr zum Secret Shop komme. Frage, ob ich damit durchkomme. Kann gerade oben nicht helfen. Könnte vielleicht nach Solar Quest, ja, vielleicht den Witch Doktor Solon. Aber auch maximal den. So, ich habe das meiste vom Stack bekommen, aber bei weitem nicht alles. Und Point Booster konnte ich auch nicht mehr kaufen. I'm coming. Guter Sentry. Früher Blade Mail. Nice. Ich dachte, ich bin näher. Mal sehen, ob ich sterbe. Nee. Geil. Wir haben nur den Lein bisher verloren. Bitte nicht noch mehr, bitte nicht noch mehr. Okay. Scheiße. Vielleicht kann ja einer TP'n, ich kann's nicht. So ein Risiko, den jetzt dahin zu schicken, den Kurier, aber der Monkey ist tot. Also das ist die größte Chance jetzt. Ja, yeah, you're right. I play well. Ich glaube, den kriege ich nicht, der Mjölnir. Aber ich werde es versuchen, falls ich ihn sehe. Ah. Auch sehr unwahrscheinlich, dass er da, gell, vor den Creeps läuft. Man hat recht. Spielen gut. You have a great day, right? Let's do it, let's do some smoke action. Das ist dieses typische. Er hat ja auch Dagger, er kommt ja auch nicht an den Dessel ran, weil der voll weit hinten steht. Er hat keinen Smoke. Das ist halt diese. Die brauchen halt diesen Initiate. Klar. Optimales Dazzle. I'm going for Sniper. Da duel ich mal nicht. Schade, wäre fast noch mehr gegangen. Hat sich nicht gelohnt, das Duell zu sparen. War, fand ich eigentlich ein gutes Play. BKB. Auf unserem guten Freund. Dem Slader, wenn ich. They might jump me hier. Wenn ich Agar hab, kann ich sicherer springen und auch noch mehr den Dazzle jagen und dann vielleicht Shadowblade, um ihn zu finden. Nein! Ich muss ihn nur hier festhalten, aus der Alp des Wukongs. Ja! Wir haben ihm den Arsch gerettet, aber es war nicht nur, es war einfach nur knapp und geil. Oh. Ja, Press Attack ist natürlich gut gegen Curse of Face. Zumindest manchmal, situationsbedingt, hat beides nicht viel Cooldown. Curse of Face weniger. Hier gibt's nichts zu holen. Dandelion. Boah, die sind alle nicht so geil. Vielleicht tatsächlich die Cloak einfach. Für noch ein bisschen mehr DPS und so. Ich meine, der Magic Damage Hold. Pff, die Aura ist ganz gut fürs Team. Vielleicht sollte ich Aura machen. Ah, ist halt wirklich nur ein Support-Ding. Hier Cloak macht mehr Spaß. Kauft es, brauche ich nicht mehr. XP-Runde sieht auch gut aus, aber. Muss hier sein, falls der SF gegaut wird.
So, ich muss irgendwie dieses Item schnell kriegen. Ist eh weg. Ah ne, diesmal nicht. Jai. Ist ja unfassbar. Unsere erste XP-Runde in dem Spiel. Kann ich glauben, dass wir 30 Minuten überlebt haben, ohne so Base zu verlieren. Ist irgendwie schon eine Leistung für sich. Spannendes Spiel. 17 Assists haben wir. So ein bisschen Duellschaden habe ich sogar. Keine Linkens, keine Linkens, keine Linkens. Kurz weg, King Korea. Geil! Nehmen wir gerne den Trade gegen Prophet. Das war ein richtig nices Duell, Leute. Das war richtig gut. Boah, die müssen aufpassen. Der ist steht total schlecht. Goddammit. Immer wenn man sich kurz freut in dem Game, ist der nächste down. Er braucht eigentlich, glaube ich, BKB als nächstes. Aber gut, soll er machen. Nein, geht Full Spell Damage. Das denke ich auch gut hier. Heieiei. Bisschen Attack Speed wäre nice, aber ich brauche so viel anderes auch. Shadowblade hatte ich gesagt, ne? Ich glaube, es ist gut, um den Dazzle zu jagen. Vielleicht kriege ich ihn mal. Der steht sehr, sehr weit hinten. Aber mit Shadowblade habe ich eine Chance. Duelle auf die Cores waren aber auch ziemlich gut in den letzten paar Auseinandersetzungen. Guter Smoke. Die Frage, wie viele da sind, ein bisschen Glückssache der Gang von uns gerade. Schildrune gehabt. Aber immerhin ein Kill für den Aegis. Da waren sie also. Müssen wir uns hier ganz schnell verpissen. Oh! Don't come, my bad. Oh, ich bin gerade gedaggert. So bitter. Ich wusste, ich stehe falsch, weil die Roche gemacht haben und unten irgendwie dachte ich, es ist Nacht, aber es ist Tag geworden. Das habe ich gemerkt. Im Moment habe ich gesagt, ich muss mich verpissen und bin angegriffen worden. Da musste man langlaufen, wie mein Team. Riesenfehler. Aber auch ganz, ganz knapp. Um einen HD gar nicht da weg. Da Witchdog tot ist, könnten wir jetzt einfach 50 Sekunden warten. So schlimm wäre der Tod nicht. Aber ich kenne ja das Team hier. Also ich weiß, wie die Spieldynamik ist und bin schon davon ausgegangen, wenn ich sterbe, schaffen es nicht alle rauszukommen. Und der SF hat wirklich, 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 ja, viele Positioning-Probleme. Auch wenn er viele Kills hat, der hat ganz viele Kills in den Kämpfen gemacht. Das macht es dann noch wertvoller, ihn zu töten für sie. Das ist halt so schade, ne? Man könnte jetzt einen Tower akzeptieren, danach halten, aber zwei direkt tot. Obwohl der Rückzug von allen anderen gelungen war. Noch haben wir unseren High Ground. Ich habe extra noch gesagt, go back, aber. Sehr gut, der hat Shard gehabt, das war gefährlich. Witch Doctor is not there. Zu einfach. Können wir hier mal rausgehen? Kommt irgendwer? Ja. Ich lege jetzt erstmal einen Hass rein. Dachte, ich werde schneller deshalb, das habe ich sofort Press gedrückt. Das ist leider auf Cooldown. Ah, nicht genug gefolgt. Agar ist die super richtige Entscheidung gewesen. Auch wegen der Dauer von Duell. Duell ist hier sehr, sehr gut bisher. Noch keine Linkens. Ah, ich hätte nicht einkaufen können. Ah, ich dachte, er stirbt einen Tick früher.
Den anderen zu duellieren. Ich dachte, wir kriegen den Starter. War ja auch im Endeffekt so. Ja, das Gefühl, wenn ich sterbe, geht danach alles sofort unter. Aber so komplett, Mann. Ah. Wie sieht's denn aus? Na, 5-17, 18. 5-17, ey. 4-10, 5-9. Ist ein schwieriges Spiel für den Prophet. Ist ein schwieriges, aber er hat Items. Er spielt nicht schlecht. Ist einfach ein schwieriges Spiel. Aber es macht Bock. Legion macht Bock. Und wir hatten lange keine Niederlage mehr. Wir haben jetzt viel dagegen gehalten. Ich weiß nicht. I don't even know what you're saying there, honestly. Like, Monkey is dead, we chase a bit. Der Tower ist weg. Line verteidigt gerade nicht. Und ich bin noch 10 Sekunden tot. Ubik spielt es eigentlich ganz gut, finde ich. Alle spielen es relativ gut, bis auf der SF, meiner Meinung nach zumindest. Can you stun him or something? FTP. Ich kaufe es trotzdem. Grave of Cooldown. Auslösechance für Moment of Courage, Wirkungsbereich für Pässe. Ja, nehmen wir mal die Chance jetzt. Wahrscheinlich haben sie da Sentries, aber ich probiere es trotzdem. 10 Sekunden bis duell. They have Vision there. Sentries. Your bottom barracks are under attack. Slada no BKB. I have to defend, guys. I'm back, I have to defend. Ich kann nicht noch eine Wave machen. Kann sein, dass sie mich killen. Kann auch sein, dass sie jetzt da alle hinrennen, die Gegner. Aber ich will nicht sterben. Ich habe gleich wieder TP, da laufe ich lieber zu meinem Team. Haben jetzt hier kurz Zeit. Ah, doppelte Cutter Wave. Ich muss gleich zurück. Can you defend bottom line? So, vielleicht ist es BKB jetzt. Vielleicht ist es Attack Speed. Wer hat das Gem? Der Rubik, ne? Ja. Ich glaube, es ist Buyback als nächstes. Ich brauche Buyback, Leute. Nutzen wir unsere Armut. Ist noch halbwegs erschwinglich. Keiner weiß, wie ich hier noch 210 Duellschaden bekommen habe. Aber es ist zumindest genug, um den Supports ernsthaft gefährlich zu werden. Man hat immer noch nicht BKW, Linken ist gekauft. Der Doc hat aber eine. Der steht so weit hinten. Aber diese Graves sind eigentlich fast egal durch das Aghanims, ne? Ich kill den Monkey durch und dann ist der Kill natürlich viel, viel wertvoller. Wenn ich den Dazzle töte, kann der voll schalten und walten. Ich hab Blade Mail nicht rausbekommen. Das war schlecht von mir. Ich dachte, mein Duell geht nicht durch. Ich habe nicht gedacht, dass ich Duell überhaupt rausbekomme gegen ihn. Ich dachte, ach, ich kann mir den Klick gönnen. Also ich kann es mir sparen, jetzt noch was anderes zu drücken. Vielleicht reden wir es noch. Es war gut gespielt vom Team. Guter Deathward geklaut. Ja, der war sehr nice, der Deathward. Geil. Ah, bitter von mir. Stark gespielt vom Team. Echt überrascht gewesen von meinem eigenen Duell da. Also die waren auch sehr tief. Na, und dann halt Deathward. Nice. Wichtiges Gold für die Mannschaft. Ich gewusst, dass das passiert. Aber dem will es natürlich kein Duellschaden geben. Jetzt. Weiß ich nicht, was unser Gameplan ist. Das nächste Roshding-Contesten vielleicht. Müsste bald wieder da sein. Bin ja kein so ein Meister des Rosh-Zeitnehmens, aber einen Schluck trinken gönne ich mir mal. Eieiei. In 15 Sekunden sind wir zurück. Und dann geht es richtig los. Ich wäre so gern jetzt schon da. Oh, der Lift! Na was? Er hat den falschen geliftet. Aber gewaved geklaut, guter Gott. Oh, wie stark.
Vielleicht geht noch was, mal sehen. Ich bin weit weg. Während die Gegner noch tot sind. Do you know when Roche is up, guys? Ah, ich mach's nicht. Gehen wir nicht hin. Die Gegner, mein Team ist schon wieder zurück. Mjölnir Moonshot. Der Sniper ist auch so ein gutes Ziel für mich. Ich glaube, wenn ich den Dazzle töte, verlieren wir einfach den Kampf. Auch wenn ich ihn krieg. Ja, die sind manchmal ein bisschen überaggro, die Gegner. Und es gibt uns gelegentlich die Möglichkeit, ein paar richtig gute Kills zu machen. Versuch, den Sniper zu fangen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Geil! Die sind immer so aggro, die Gegner. Ich find's so cool, dass wir irgendwie noch im Spiel sind. Ah, Mindbreaker. Trickster? Ich habe halt schon Invis, sonst wäre Trickster nice hier. Ach, die Misschance ist schon geil. Plate. Ich glaube, ich nehme die Kappe in dem Game. Ja, ich nehme die Kappe. Also, wir haben einen Überschuss von 2100. Könnte Silver Edge gehen. Ich habe, obwohl ich das Break nicht unbedingt brauche, das Gefühl, Silver Edge wäre ganz gut. Noch sind Gegner tot, aber. Did we check Roche, guys? Ich will, bevor der Slaughter da ist, noch einmal probieren. Okay. Komm, komm, was wir wetsch. Ist jetzt auch schön unkompliziert, weil ich den Bracer noch ein bisschen. Könnte sein, dass jetzt einfach BKB wäre oder so. Oder selber eine Linkens, keine Ahnung. Aber ich denke, das ist fein. Oder eine Halbert. Halbert wäre ja sehr gut gewesen. Wäre auch jetzt noch okay. Auch wegen der Linkens. Okay. But now they are 5. We can try, yeah. Do we have smoke? Maybe smoke. Ich hab verkackt, Leute. Ganz hart verkackt. Gute Arbeit von mir. Ja. Das war sehr, sehr schlecht. I still have duel. Oh, ich kann nicht rein. Ja, ja, I know. Gorosch. Ich dachte, der Line Buyback auch, aber. Das ist immerhin down. Ah, ich hab verkackt. Es war zu aggro von mir da. Waren schon zu viele da. You take. I give this to you. Okay,
Okay, wir haben einen Buyback für Roche ausgegeben. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wert gewesen. Der nächste Kampf wird halt ganz wichtig. We should push out lanes and then we go. We have 30 seconds for our lion. Don't die now, go back. It's not time yet. Geh nochmal zurück. It's not time yet. Die machen das schon mit den Lanes, das ist nicht meine Aufgabe in dem Game. Smoke finde ich okay, wenn eine Line da ist. Keine linken Stair, Sniper. Der Monkey auch noch nicht. Der wohl hat vorhin die noch reinbekommen vom Witch Dog, glaube ich. Kannst du dir nicht ausdenken. Glück im Unglück. Wir haben den Kill trotzdem bekommen. Und dann war das Duell wieder geil, danach, als es noch zu haben. Ich habe keinen Buyback. Ah, Monkey hat Bug da, aber das ist eh kein gutes Duellziel. Okay, hier haben wir Sentries hier. The enemy's middle tower has fallen. Probably High Ground. Radiant structures are fortified. Your bottom barracks are under attack. Ich hab Duell. Ah, go back, go back. Okay, zweite. Ich wollte gerade überlegen, ob wir baiten. Aber ich bait jetzt einfach nicht. Boah, zum Glück. Also, so ein bisschen raus. Aber war auch Monkey schon wieder da. Die sind halt nur zu dritt, die Gegner. Mit Duell gerade wieder already. So, ich habe immer noch einen Cooldown von 4 Minuten. Nehmen trotzdem kein Gold aus. Ich habe tatsächlich, was ich brauche in dem Spiel. Mehr brauche ich momentan nicht. Das wäre richtig geil gewesen gegen den Sniper. Es war in der Animation, als gestoppt wurde. Aber ja, dadurch, dass wir einen Kill dann gemacht haben, war es okay. Solange ich das überlebe, nochmal rauskomme, ist es geil. Wir haben ja auch sehr viel Damage im Team. Sehr viel Burst. Okay. Warum nicht? Habe ich wenig dran gedacht in dem Spiel. Vorhin einmal, als wir zu Roche gegangen sind, aber da war Roche dann natürlich wichtiger. Still have Aegis for like 1 minute 30 after Tormenta. Ich werde den Lion heilen. Auch dafür, dass wir gone. Smoke ist cooldown. Ich will, dass sie auf ihn gone mit dem Aegis. Also ich glaube, er hat Ninja Gear. Ja, die ist gut für den SF, die Level Damage. Was hat er hier? Das ist gut, probably. Fuck, irgendwas ist schief gegangen. Aber ich konnte auch nicht mehr richtig rein in den Kampf. Die haben so viel Zoning-Kram. Ich dachte, ich überrasche zumindest noch den Sniper, aber er hat sich nicht verarschen lassen. Ich wollte ihm Angst machen mit Savage, dass er wegrennt. Ist er aber nicht. Dann habe ich geleckt. Schon wieder Lex, es tut mir leid, dass die Aufnahme so leidet. Ich weiß nicht, heute ist es ganz besonders schlimm mit den Spikes. Das ja, ist einfach in-game. Ist auch nicht mein Rechner oder so. Ja, okay. I think that was great, right, in the beginning. But okay, you're right.
So geil, das Agar gegen Grave. In einem normalen alten Legion-Spiel mit dem alten Agar hätte ich so nicht spielen können. Weil wir wasten das Grave, wir kriegen trotzdem in der Regel den Kill. Ja. Ey, es ist jetzt wirklich alle 3 Sekunden habe ich Lex, keine Ahnung. Einfach beten, dass es im Kampf nicht passiert. Wir haben wieder Rückkauf in 1,5 Minuten. They just stand back, so if we go on someone else and they use everything and he still dies, it's still nice for us. Sniper ist schwierig für mich, weil Sniper macht sehr viel Schaden. Da bin ich dann down danach und wenn der gegraved wird, sterbe ich wahrscheinlich im Duell. Deshalb, ich muss, wenn dann in der Backline den Dazzle erwischen oder in der Frontline halt irgendwas wie den Slaughter, situativ mal den Monkey, aber ist schwieriger. Probably 5. Wir haben noch keinen Tower auf der Top-Lane eingerissen. Was ist in letzter Zeit los mit den Spielen? Die sind alle so geil. Lex scheint sich ein bisschen verabschiedet zu haben. Ist ein bisschen wieder erholt hier. Ich glaube noch nie so wenig Last jetzt auf einem Offliner, so spät im Spiel, aber. Hier ist es so. Fühlt sich auch irgendwie okay an. Ja, ist wahrscheinlich trotz allem MKW als nächstes. Dann hätte ich ihn wieder als Ziel, den Monkey. Ich traue mich nicht, den zu duellieren da. Schwierig zu sagen, was wir jetzt machen sollten. Die haben halt starkes Late Game. Na, sehr starkes. Wir sind nicht schwach im Late, aber eigentlich sind sie stärker. Wir sind, glaube ich, alle überrascht, dass wir überhaupt ins Late Game gekommen sind. Stehen wir jetzt hier so rum. Ist auch schwer, ne? Also die sind krasser als wir. Wir müssen einen perfekten Jump finden, um irgendwie den Kampf zu gewinnen oder sich verteilt finden. Die Kills machen wir meistens, wenn sie überaggressiv sind und getrennt stehen. Go Monkey, maybe? Fühlt sich der Monkey sicher? Der Dazzle steht da auch. Ich wollte die herlocken. Hat so halbwegs geklappt. Frage mich jetzt, ob naja, nicht mittlerweile 5 sind. Von denen. Waren jetzt wahrscheinlich mehr als 2. Ich habe Angst, dass die Roche machen. Ich glaube, Roche ist noch nicht da. Ja. Nein, ist hinter mir. Smoke, I think I broke it. Dire's courier has been killed. Horse should be up again soon. Oh, sie haben ihn. Das kann nicht wahr sein, ey. Wir haben die so lang gesehen. Ne, da geht nichts. Da geht einfach nichts. Oh, wir haben die so lang gesehen da. What? Oh, nein. Vor allem, wir hätten einen guten Haken auf sie schlagen können. Er schreibt es halt aus, ne? Das ist der Unterschied. Ich sag's zu euch, er schreibt das aus und das fördert nicht gerade die Moral. We have buyback. When they rush now and we bait them in, we might be able to beat them. Ey, fuck, gestorben. Die Lex ist absolut untergangswahrendes. Noch Schrapnell. Ich habe wirklich hart gespiked schon wieder, ne? Ich weiß nicht, ob ich sonst viel machen hätte können, aber. Ey! Ah, aber das war auch schwach von mir. Ich wusste, ich muss ein bisschen forcieren, aber das war zu viel. Ich bin so getriggert wegen den Lags, Leute. Ich habe mich richtig davon triggern lassen.
Ich war gerade so wütend. Da sind die Nerven mit mir durchgegangen. Und es kostet einen in so einem Spiel natürlich dann direkt das Spiel komplett. Nochmal eine schicke Kombo mit dem SF und der Ulti. Sah cool aus jetzt, Satanic. Ein Kill? Ne, nicht mal das. Also, das Spiel ist hier vorbei. Ja, ich hab's einfach versaut. Ja, ich wusste, ich muss Invis gehen und da ist ja auch gar nicht, glaubt, sie Vision haben, aber ich wollte ein bisschen das eingehen. Ich habe nichts mehr rausgekriegt. Es war zu viel Damage. Late Game gegen die ist Wahnsinn. Ja, der Sniper hittet mich dreimal. Ich hab keine AP mehr plötzlich. Aber ja, diese Spikes, ey. Oh, ich glaube, es ist wie gesagt gut, dass wir uns mal kurz von Game Pass verabschieden für 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ich finde dazu nicht viel. Ganz wenige schreiben auf Reddit und so. Ja, bei ihnen leckt das Spiel auch. Aber scheinen nicht viele zu sein. Ne? Und es ändert sich nicht. Heute war es mal wirklich nervig. Meistens ist es vertretbar oder verkraftbar, weil es nur einmal oder maximal zweimal pro Spiel passiert. Das Spiel hätten wir auch so verloren. Kann ich mir schon das selber zuschreiben am Ende. My bad at the end, guys. Well played, we tried. Also, die Niederlage geht auf meine Kappe. Wir haben oft schon Spiele knapp gewonnen. Es gab viele Comebacks. Diesmal ist es mir nicht gelungen. Wir haben lang durchgehalten, aber dann habe ich reingefeedet. Zwischenzeitlich hatten wir gute Plays, haben gute Aktionen gemacht, haben uns gut im Spiel gehalten. Nijun macht einfach auch immer großen Spaß, finde ich. Macht echt Laune. Und ja, hoffen wir einfach mal, drücken wir mal die Daumen, dass irgendwie ein Patch rauskommt demnächst, der mir da hilft, was das Thema angeht. Einfach auch so für die Zuschauerqualität, ne? Und ja, man gewinnt eigentlich kaum gegen Leute, die Laning Stage hart gewinnen. Wir gucken mal, wie hart sie gewonnen haben. Aber hier wäre es machbar gewesen. Also den evade ich mal. Den Line fand ich irgendwie so nervig. Ich fand ihn cool, den Prophet. Der SF, naja, ist mir egal eigentlich. Und den Rubik, den fand ich spielerisch cool. Deshalb nehmen wir den auch. Ein cooler Spieler. So, hier sieht man, ne, sie waren vorne eigentlich die ganze Zeit, aber wir haben uns irgendwie zurückgekämpft, immer mal wieder bis fast Ausgleich. Vorne waren wir nie, aber wir haben immer wieder zurückgeschlagen, so halbwegs. Ja, mein Farm war natürlich nicht allzu prächtig, das ist klar gewesen in dem Spiel, aber meine Duelle waren es teilweise. Und am Ende hat es mir irgendwie nicht mehr gelingen wollen, da Knöpfe zu drücken zwischen Spikes und eigenen Misplays. Ich wollte noch mal gucken, nach 10 Minuten... Ja, so weit waren sie nicht vorne. Ich dachte irgendwie, sie wären weiter vorne. Da liefen die Lanes etwas besser, als ich dachte scheinbar. Na, guck mal. Die Cores haben alle schon deutlich mehr als wir. Der SF hatte ein bisschen was, aber der Rest hat knallhart die Lane gewonnen. Also der Monkey ist sowieso komplett haushoch. Hier wird noch ordentlich gespammt. Ja, ist auch wichtig nach so einem Spiel. Sonst fühlt sie es nicht leidenschaftlich genug an. Und ja, also ich glaube, ein Kampf, ein großer Kampf noch und wir haben's. Weil die haben ja auch schon beibackt. Den haben wir nicht mehr gekriegt und dann am Ende haben wir es nicht gut verteidigt mit den Buybacks. Bitter, dass der SF da suicided hat, aber dann sind sie ja rein, dann sind sie ja gedived, noch vor E gespawnt oder allem, ne, noch vor Rosh. Und dann sind sie aber nochmal gut disengaged und rausgekommen. Ich hätte wahrscheinlich noch aggressiver da TPen sollen und nicht nur an den Tier 4, weiß ich nicht. Schwer zu sagen alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel. Ich fand's ganz geil. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich noch so viel Damage gemacht habe. Also relativ viel noch für das Spiel. Ne? Ich war ja eher Utility. Und ich freue mich aufs anstehende Riot Masters Turnier und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns dann sehen und wenn ihr weiterhin bei mir hier mit dem Content am Ball bleibt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.